Jetzt geht es weiter. Punkt 61. Leute, es ist doch erledigt jetzt. Ich euch nicht aufs Brett, immer schwüle. 61. Antrag der Fraktion DIE LINKE. Die Hessische Landesregierung muss den Einsatz von ATTAC für eine gerechte Besteuerung, soziale Gerechtigkeit und Solidarität als gemeinnützig anerkennen. Mit dem Dringlichen Antrag Top 65 der Fraktion DIE LINKE und dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das ist 19/50/40, 19/50/47 und 19/50/69. So, wer spricht denn jetzt? Bitte sehr. Es war keine Meldung da, deshalb bitte sehr. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dass das Frankfurter Finanzamt dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC im April 2014 mit der Behauptung, die Organisation sei zu politisch, die Gemeinnützigkeit entzogen und der Nichtregierungsorganisation damit schweren Schaden bereitet hat, das war eigentlich schon Skandal genug. Aber die jüngste Anweisung des Bundesfinanzministeriums mit Wolfgang Schäuble als Finanzminister an der Spitze an das Frankfurter Finanzamt gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts in Kassel in Sachen Gemeinnützigkeit von ATTAC, das ATTAC Recht gegeben hat, die Anweisung, dagegen vorzugehen, das setzt der Sache noch eines oben auf. Dieses Vorgehen ist nicht weniger als ein Angriff auf eine politische, aktive, lebendige und kritische Zivilgesellschaft. Das Verhalten des Ministeriums macht deutlich, das gesellschaftliche Engagement für eine gerechtere Steuerpolitik, das Wolfgang Schäuble und Verfechtern einer angebotsorientierten Wirtschafts- und Austeritätspolitik ohnehin ein Dorn im Auge ist, soll mit diesem Schritt nicht nur politisch, sondern jetzt auch mit dem Steuerrecht bekämpft werden. Das Finanzamt Frankfurt war doch allen Ernstes der Auffassung, der Einsatz für eine Finanztransaktionssteuer oder eine Vermögensabgabe diene keinem gemeinnützigen Zweck. Ich frage Sie, was kann es denn in diesen Zeiten, wo mit miesen Tricks Millionen und Milliarden Profite und Vermögen in Steueroasen geparkt, am Fiskus kriminell vorbeigeschleust und damit dem Gemeinwesen entzogen werden. Ich nehme nur das Stichwort Panama Papers. Was kann es in diesen Zeiten Gemeinnützigeres geben, als den Kampf für eine gerechtere Besteuerung, wirksame gesetzliche Regelung und für die Austrocknung von Steueroasen, meine Damen und Herren? Ich finde diesen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Solidarität verdammt gemeinnützig. Dafür sollten wir, dafür sollte dieser Landtag ATTAC dankbar sein. Wie wäre es denn mal mit Respekt gegenüber ATTAC, meine Damen und Herren? Aber das Hessische Finanzgericht hat glücklicherweise eindeutig entschieden. Es hat entschieden, dass das selbstlose Engagement von ATTAC gemeinnützig ist. Ich zitiere mal aus dem Urteil. Entgegen der Auffassung des Finanzamts sprechen die thematischen Schwerpunktaktionen nicht gegen die Gemeinnützigkeit des Klägers. Mit diesen Themen hat sich der Kläger im Rahmen der Förderung der politischen Bildung und des demokratischen Staatswesens vielmehr kritisch an einem gesellschaftlichen Diskurs beteiligt, der die in der Gesellschaft vorhandenen Interessenskonflikte aufgreift, lautet eine der zentralen Passagen in dem Schriftstück. Meine Damen und Herren, geht es noch eindeutiger? Ich meine nein. Es gibt dann noch einen weiteren Vorwurf an ATTAC, nämlich der der politischen Betätigung. Die Abgabenordnung aber als einschlägiges Gesetz enthält kein Verbot einer politischen Betätigung, sondern lediglich ein Verbot der Unterstützung politischer Parteien. Nicht mehr und nicht weniger. Eine pauschale Beschränkung der Tätigkeit von gemeinnützigen Vereinen auf unpolitische Angelegenheiten, wobei, wenn Sie mich fragen, was eigentlich eine unpolitische Angelegenheit und eine unpolitische Tätigkeit, das wäre meiner Meinung nach eine demokratieschädliche Veranstaltung. Eigentlich wäre es doch an der Zeit, dieses Urteil endlich zur Kenntnis zu nehmen und die Gemeinnützigkeit von ATTAC ein für alle Mal anzuerkennen. Oder aber alternativ die Abgabenordnung dahingehend anzupassen, dass ein für alle Mal klar ist, dass auch eine politische Betätigung gemeinnützig sein kann, wenn sie nicht dazu dient, Parteien illegal zu finanzieren. Und da Sie in Ihrem Antrag, also jetzt an die Kollegen von CDU und GRÜNE gerichtet, diesen Punkt so stark unterstreichen, ich finde, man kann ATTAC nicht den Vorwurf machen, dass ATTAC Parteien illegal finanziert. Das hat hier in Hessen schon einmal eher auf der
rechten Seite des politischen Spektrums eine unrühmliche Rolle gespielt. Da sollten Sie vielleicht den Mund nicht zu voll nehmen. Ich finde, die Hessische Landesregierung muss hier und heute klarstellen, ob das Vorgehen des Bundesfinanzministeriums gegen Attac im Einvernehmen mit dem Hessischen Finanzministerium erfolgt ist, wie es die gesetzlichen Grundlagen vorsehen. Und ich frage Sie, unterstützt die Landesregierung, dass weiter juristisch gegen die Gemeinnützigkeit von Attac vorgegangen wird oder nicht? Ich fordere von der Landesregierung und den Regierungsfraktionen eine klare Aussage dazu, ob sie das Urteil des Hessischen Finanzgerichts und damit die Gemeinnützigkeit von Attac anerkennen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Bundesfinanzminister gegen den erklärten Willen der Hessischen Landesregierung dann weiter gegen Attac vorgehen würde. Sie hätten also hier und heute die Chance, ein klares politisches Zeichen zu setzen, das mehr als angebracht ist. Und ich will zum Ende kommen. Ich finde, der Einsatz für eine gerechte Steuerpolitik, für Solidarität und soziale Gerechtigkeit, das ist nicht nur dringend geboten. Dieses Engagement ist selbstlos und muss auch überparteilich in Vereinigungen als gemeinnützig anerkannt werden. Und das auch ausdrücklich dann, wenn es sich politisch einmischt. Wenn die Bertelsmann-Stiftung als gemeinnützig gilt, dann muss das doch für Attac längst gelten. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat die Frau Kollegin Lena Arnold, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Schalauske, ich versuche, auch wenn Ihr Wortbeitrag und auch die kürzlich veröffentlichte Pressemitteilung mich stark zur Unsachlichkeit verleiten könnte, sachlich zu bleiben und einige Aussagen dazu zu machen, was in den letzten Wochen und Monaten im Fall Attac geschehen ist. Sie versuchen hier den Eindruck zu erwecken, dass die Hessische Finanzverwaltung Attac aus politischen Gründen bekämpft und deshalb die Gemeinnützigkeit aberkannt hat. Das hat zwar nichts mit der Realität zu tun, scheint Ihnen jedoch besser in das Bild zu passen, aber das sind wir ja bereits von Ihnen gewohnt. Die Finanzverwaltung führt die Steuergesetze aus. Und ich habe das größte Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanz und auch in der Justizverwaltung, dass sie dies nach bestem Wissen und Gewissen und nicht aus politischer Motivation machen. Und wie bei jedem Gesetz gibt es unterschiedliche Auslegungen, unterschiedliche Rechtsauffassungen, die dann die Gerichte klären müssen und dieses auch genauso gewissenhaft tun. Und das ist einer der zentralen Vorteile eines Rechtsstaates, in dem eben nicht willkürlich gehandelt wird. Es geht auch bei der Fragestellung nicht nur um Attac. Es geht um viele andere Organisationen, die sich im Haupt- oder Nebenzweck politisch engagieren. Und deswegen kann es aus meiner Sicht auch nur richtig sein, eine Legitimation auf höchst richterlicher Ebene zu bekommen, da es sich um einen Fall von ganz grundsätzlicher Bedeutung in unserer Gesellschaft handelt. Und deswegen hat das Bundesfinanzministerium der Hessischen Steuerverwaltung die Anweisung gegeben, die Nichtzulassungsbeschwerde einzureichen. Mögliche Rechtsmittel zu nutzen, ist zulässig und legitim. Auch das ist Bestandteil unseres Rechtsstaats. Und auch Attac hat Rechtsmittel genutzt, gegen den Bescheid des Finanzamts vorzugehen. Und ich stelle mir gerade Ihre scharfe Kritik an Attac vor, wenn diese es gewagt hätten, gegen ein nicht in Ihrem Sinne gefallenes Urteil Rechtsmittel einzulegen. Oder welche Debatte hätten Sie wohl heute geführt, wenn die Finanzverwaltung mit der Aberkennung der Gemeinnützigkeit einer Organisation, die Positionen weit am rechten Rand vertreten würde, vor dem Finanzgericht gescheitert wäre? Hätten Sie die Landesregierung aufgefordert, die Gemeinnützigkeit unverzüglich wieder abzuerkennen? Hätten Sie das getan? Und dann stellt sich für mich doch auch wieder die Frage, wie stellen Sie sich eigentlich Ihren Rechtsstaat vor? Solange es in Ihrem Sinne läuft, müssen erstinstanzliche Urteile sofort anerkannt werden. Wenn nicht, dann dürfen selbstverständlich alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft werden. Wollen Sie direkten politischen Einfluss auf das Handeln der Finanzverwaltung nehmen und das zugleich allen anderen verbieten? Gerade
gerade weil das Gemeinnützigkeitsrecht und die Abgrenzung zur Parteienfinanzierung ein so wichtiges und grundsätzliches Thema ist, haben wir im Juli letzten Jahres darüber breit und auch sehr sachlich diskutiert. Und wir waren uns in vielen Punkten sehr einig. Die Frage, wo Grenzen zu ziehen sind, ist schwierig. Alle waren sich einig darüber, dass es eine klare Trennung zwischen Parteien und gemeinnützigen Vereinigungen geben muss und dass demokratiefeindliche und extremistische Positionen von einer steuerrechtlichen Förderung ausgeschlossen bleiben müssen. Die Argumente zur grundsätzlichen Definition und Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, das übrigens Bundesrecht ist, haben wir vor knapp einem Jahr ausgetauscht, da sich bis heute auch nichts an den Argumenten und Tatsachen geändert hat, gibt es aus unserer Sicht hierzu nichts mehr zu sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Lena Arnold. Das Wort hat der Abg. Gerald Kumme, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist ja schon ein interessantes Thema und eine interessante Fragestellung, die wir heute zu diskutieren haben. Das Hessische Finanzgericht hat in einem höchst umfassenden Urteil einer Entscheidung dargelegt, warum es der Auffassung ist, dass sowohl die satzungsrechtlichen Voraussetzungen bei ATTAC e.V. als auch deren tatsächliche Geschäftsführung die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit erfüllen. Und dazu vorweg zwei Dinge, auch an die Frau Arnold. Das Hessische Finanzgericht ist zwar, mag die erste Instanz sein, aber es ist ein Obergericht. Es ist ein Obergericht, weil der nächste Instanz ist der Bundesfinanzhof. Und weil es ein Obergericht ist, ist es gleichwertig mit Entscheidungen eines Oberlandesgerichts. Und Entscheidungen der Finanzgerichte unserer Bundesländer sind bundesweit zu berücksichtigen. Außerdem, dieses Gericht hat sehr akribisch die Tätigkeiten von ATTAC durchleuchtet und vor dem Hintergrund der Satzung und der tatsächlichen Handhabung geprüft. Und es kommt zu einem umfassenden Ergebnis, allumfassend, nämlich, dass die Tätigkeiten von ATTAC dem § 52 der Abgabenordnung vollumfänglich entsprechen und dass auch die Selbstlosigkeit gegeben ist. Es lässt nicht den geringsten Zweifel, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Finanzgericht. Und weil dies so ist, weil es nicht den geringsten Zweifel lässt an der Gemeinnützigkeit, hat es auch die Revision beim Bundesfinanzhof eben nicht zugelassen. Erst einmal, denke ich, gilt es dem Hessischen Finanzgericht für diese Entscheidung zu danken. Bemerkenswert ist allerdings die Weisung des BMF an das Finanzamt Frankfurt II. Und die tun mir im Grunde genommen am meisten leid, das Finanzamt Frankfurt II, weil auf deren Rücken etwas ausgetragen wird, was dort nicht hingehört, nämlich gegen die Nichtzulassung der Revision Beschwerde einzulegen beim BFH. Obwohl das Hessische Finanzgericht sehr wohl auch Aussagen gemacht hat, warum eine Revision nicht zulässig sein soll, weil Revisionsgründe eben nicht vorliegen, weil in diesem Fall eine Einzelfallentscheidung getroffen wurde und nur auf den Einzelfall abzustellen war. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon sehr verwunderlich und auch bedenklich, weil ich finde, dass für die Festsetzung von Steuern im Einzelfall niemand anderes örtlich und abschließend zuständig ist als das Finanzamt, und zwar eigenständig. Und da hat auch ein BMF nicht mit hineinzureden. Aber eigentlich geht es um etwas ganz anderes. Eigentlich geht es darum, dass der Anwendungserlass zur Abgabenordnung, also ein Erlass, der die Verwaltung bindet und eben auch nur die Verwaltung bindet, in diesen Passagen, wo es um die Gemeinnützigkeit geht, bei der politischen Betätigung aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. Dort ist zugrunde gelegt eine BFH-Entscheidung aus dem Jahr 1984. Dieser Erlass lebt in dem Zusammenhang in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, und das ist das eigentliche Problem. Die Betrachtung der politischen Betätigung ist anachronistisch, und sie ist heute nicht mehr durch die Abgabenordnung, durch das Gesetz gedeckt. Kolleginnen und Kollegen, ein Leben ohne Politik ist undenkbar. Ein Leben ohne Parteipolitik sehr wohl, aber nicht ohne Politik. Oder wie sehen Sie das etwa beim BUND? Macht der BUND keine Umweltpolitik? Oder wie sehen Sie das etwa beim ADAC? Macht der ADAC keine Verkehrspolitik? Was macht ATTAC? Friedenspolitik?
Politik für soziale Marktwirtschaft, Politik für Gerechtigkeit, für Solidarität und Völkerverständigung mit 30.000 Mitgliedern. Und warum soll das dann nicht möglich sein im Sinne der Gemeinnützigkeit? Er fördert also die Allgemeinheit auf geistigem, sittlichem und materiellem Gebiet. Und insoweit ist es halt auch letztendlich nicht mehr als recht und billig, ihm endlich die Gemeinnützigkeit zu erkennen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Gesellschaft hat sich seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts erheblich gewandelt. Wir sind eine pluralistische Gesellschaft. Andere, auch unbequeme Meinungen, sind wichtig in unserer Demokratie. Und dies ist immer auch politisch, wenn man andere Meinungen, unbequeme Meinungen vertritt. Dies fördert nachgeradezu unser demokratisches Staatswesen. Wir brauchen also, Frau Arnold, keine höchstrichterliche Entscheidung wegen des Erlasses, wegen eines Erlasses, den die Verwaltung sich im Übrigen selbst gegeben hat und der nur die Verwaltung bindet. Was wir brauchen, ist eine Änderung des Einführungserlasses zur AO. Und das kann schlechterdings der Bundesfinanzminister in Verbindung mit den Länderfinanzministern in eigener Zuständigkeit machen und damit den Erlass an die Lebenswirklichkeit anpassen und nicht die Lebenswirklichkeit oder die Gesellschaft an den Erlass. Kolleginnen und Kollegen, damit komme ich zum Schluss. Ich finde es nicht vertretbar, einem Verein mit 30.000 Mitgliedern über viele Jahre die Möglichkeit steuerlich begünstigter Spenden zu berauben. Ich halte dies für unvertretbar. Das geht an die Existenz dieses Vereins, und es ist an der Zeit, endlich die Rechtsprechung anzuerkennen und dem Verein ATTAC e.V. die Gemeinnützigkeit zuzuerkennen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Kummer. Das Wort hat der Abg. Jörg Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! So richtig verstehe ich die Emotionen jetzt bei dieser Debatte nicht. Wir haben schon darüber emotional debattiert. Wir haben schon entsprechende Anträge, Berichtsanträge im Haushaltsausschuss erörtert. Und allen Beteiligten ist klar, es gibt den § 52 Abgabenordnung, in dem eine positive Aufzählung von insgesamt 25 Punkten herinnen steht, was im Jahre 2007, glaube ich, ist das verabschiedet worden, der Bundesgesetzgeber als gemeinnützig ansieht. Und allen Beteiligten ist klar, das ist auch von der LINKE nicht bezweifelt worden, dass es auf alle Fälle eine Begrenzung der Gemeinnützigkeit gibt, wenn sich der Verein parteipolitisch betätigt. Wir haben dort ein gesondertes System, das nennen wir in Gänsefüßchen Parteienfinanzierung. Und deshalb kann ein Verein, wenn er sich parteipolitisch engagiert, nicht zusätzlich auch noch gemeinnützig sein. So weit, so gut. Jetzt gab es eine Diskussion. Das Finanzbeamte des Landes Hessen, und darüber hat der Finanzminister im Haushaltsausschuss sehr ausführlich, wenn auch sehr abstrakt, das eben noch einmal nachgelesen. Ich sage zu dem konkreten Fall nichts, aber sehr abstrakt sage ich. Und dann hat er die Rechtsauffassung dargelegt. So, und damit gab es eine Entscheidung des Finanzamtes, dass die Gemeinnützigkeit nicht mehr vorhanden ist. So gut, so schlecht. Wir haben einen Rechtsstaat, werte Kollegen der LINKEN, und der Rechtsstaat gilt umfassend. Es gibt keinen Rechtsstaat nur für Gute, es gibt auch keinen Rechtsstaat nur für Schlechte, sondern es gibt einen Rechtsstaat für jedermann. Das unterscheidet unsere Gesellschaft z.B. von der DDR. Und deshalb hat vollkommen zu Recht ATTAC Rechtsmittel eingelegt. Und jetzt nehmen wir zur Kenntnis, dass die erste Instanz, auch wenn sie ein Obergericht ist, die Rechtsauffassung vertritt,
dass ATTAC die Voraussetzungen des § 52 AO einerseits erfüllt und andererseits nicht gegen die Parteienfinanzierung verstößt. So gut, so schön. Und wenn der Rechtsstaat die Möglichkeit gibt, dass der unterlegene Teil gegen diese Entscheidung der ersten Instanz, die ein Obergericht ist, noch etwas machen kann, wie kann man sich darüber aufregen? Es ist mir ein Rätsel, wie man sich darüber aufregen kann. Herr Schaus, dass Sie kein Verhältnis zu Rechtsstaat haben, das haben Sie dort schon mehrfach hier kundgetan. Lesen Sie nur einmal die Debatte. Meine Damen und Herren, ich bitte die Äußerung, dass Sie kein Verständnis zum Rechtsstaat, Verhältnis zum Rechtsstaat haben, bitte ich auch etwas zu relativieren. Die hat mir auch nicht so ganz gut gefallen, Herr Kollege Hahn. Bitte sehr. Da wir ja hier nicht diskutieren, Herr Präsident, im Stuhle, will ich darauf hinweisen, dass es jedenfalls rechtsstaatlich vollkommen korrekt ist. Und da verstehe ich Sie nicht, dass nunmehr, egal auf Weisung von wem auch immer, es gibt nun einmal das Rechtsmittel der Nichtzulassungsbeschwerde, das Land bzw. der Bundesfinanzminister von diesem Rechtsmittel Gebrauch macht. Ich verstehe nicht, dass Sie sich darüber aufregen oder aber Sie differenzieren zwischen denjenigen, denen Sie es gönnen, rechtsstaatliche Mittel zu nutzen, und denjenigen, denen Sie es nicht gönnen, rechtsstaatliche Mittel zu nutzen. Wollen wir es so diplomatisch ausdrücken? Ich kann Ihnen, weil sich irgendjemand Sorgen um das Finanzgericht gemacht hat, ich kann Ihnen sagen, ich habe gestern Abend gemeinsam mit einigen Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses, gemeinsam mit dem Präsidenten des Finanzgerichts in einem Raum gesessen. Und wir haben einen sehr aufgeschlossenen, dynamischen Präsidenten festgestellt. Ich glaube nicht, dass sich die in irgendeiner Weise daran beeindrucken lassen, ob nun dagegen noch einmal eine Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt wird oder nicht. Das entscheidet jetzt der BfH, und das ist Rechtsstaat, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist auch gut so. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Jakob Hahn. Das Wort hat die Frau Kollegin Erfurth, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu Beginn möchte ich noch einmal ein paar Dinge festhalten. Das Steuerrecht und auch das Gemeinnützigkeitsrecht, über das wir jetzt gerade reden, ist Bundesrecht. Die Hessische Steuerverwaltung wendet diese gesetzlichen Grundlagen, die in Berlin oder früher auch in Bonn geschaffen wurden, an. Nicht mehr und auch nicht weniger. Wir haben hier in Hessen keinerlei Gesetzkompetenz. Und wie die Kollegin Arnold sehr richtig ausgeführt hat, gibt es bei der Auslegung von Gesetzen immer auch einmal unterschiedliche Ansichten. Davon leben ja ganze Heerscharen von Juristen, dass es eben unterschiedlich ausgelegt wird. Ja. Und es gibt auch immer unterschiedliche Auffassungen, wie man was konnotiert und wie man was sieht. Und ich stimme durchaus zu, das Gemeinnützigkeitsrecht ist durchaus ergiebiger Quell unterschiedlicher Rechtsauffassungen. Das ist ein Rechtsgebiet, in dem sehr, sehr viel unterschiedliche Rechtsauffassung in der Welt ist. Und deshalb wäre es ja auch wünschenswert, wenn wir hier stringentere Regeln hätten, gerade auch in der Abgrenzung, was ist sozusagen zulässige und gewünschte politische Betätigung, aber nicht parteipolitische Betätigung. Das ist ein ausdrücklicher Unterschied, denn die Finanzierung von Parteien ist über das Parteienfinanzierungsgesetz geregelt. Und das muss man ausdrücklich auseinanderhalten. Und das würde nicht nur den Organisationen, es ist ja nicht nur ATTAC, andere sind auch genannt worden, es würde also nicht nur den Organisationen dienen, wenn man hier stringentere Regeln hätte, sondern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Finanzverwaltung, die ja durchaus im Feuer stehen, diese Regeln anzuwenden und auch hier die entsprechenden Entscheidungen durchzutragen. Es wäre also wünschenswert, wenn wir hier bessere und stringentere Regeln hätten. Aber, Herr Kummer, Sie haben hier so getan, als sei der Einführungserlass
zwar oben mal etwas, was wir so eben ändern könnten. Sie wissen ganz genau, dass das nicht geht, dass da alle Bundesländer und auch der Bundesfinanzminister mitspielen müssen. Also ist es nicht trivial, mal eben den Einführungserlass zur AO zu ändern. Das geht nicht so einfach. Es wäre wünschenswert, aber es ist versucht worden, hat aber bisher nicht geklappt. Der derzeitige Zustand, das will ich sehr gern einräumen, ist für die Betroffenen, und wir reden hier heute über TAC, nicht zufriedenstellend. Und ich räume auch gern ein, dass es mir und meiner Partei sehr viel lieber gewesen, wir hätten diese Rechtsauseinandersetzung nicht. Und das Finanzamt hätte in der rechtlichen Auseinandersetzung mit TAC anders entschieden. Die Bearbeiter in dem Finanzamt haben sich aber nicht in der Lage gesehen. Das kritisiere ich nicht. Die mussten ein Verfahren beenden und bearbeiten. Aber was nicht geht, und da möchte ich an Sie alle appellieren, dass wir als Abgeordnete Einfluss nehmen auf das Verhältnis von Steuerpflichtigen, Steuerbürgerinnen und Bürgern und Verwaltung. Das geht uns nichts an. Und ich will auch, dass das so bleibt. Die Verwaltung ist aus gutem Grund unabhängig. Und ich finde, das ist ein Wert in unserem Rechtsstaat, den wir nicht aushöhlen sollten. Und das sieht meine Fraktion so. Das sehen die Kolleginnen und Kollegen von der CDU so. Das sieht die Landesregierung so, der Finanzminister, mit dem wir uns schon öfter darüber ausgetauscht haben, auch im Haushaltsausschuss, wie der Kollege Hahn erläutert hat. Und ich hoffe, das können auch die übrigen Fraktionen in diesem Haus so sehen. Bei den LINKEN muss man mal schauen, wie sie sich da weiter verhalten. Es ist auch kein Geheimnis, meine Damen und Herren, dass meine Fraktion das Urteil des Finanzgerichts Kassel begrüßt hat, mit dem also die Rechtsauffassung von TAC bestätigt wurde. Allerdings hat das Bundesfinanzministerium von seinem Weisungsrecht Gebrauch gemacht. Auch das ist Teil sozusagen unserer Rechtsordnung, dass der Bundesfinanzminister als fachliche Oberbehörde anweisen kann, dass gegen ein Urteil nicht Zulassungsbeschwerde eingelegt wird. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der immer mal wieder passiert. Herr Kollege Kummer und ich, wir beide waren lange in der Finanzverwaltung. Wir wissen das, wir ärgern uns auch manchmal. Also ich habe mich zumindest manchmal als Sachbearbeiterin darüber geärgert. Aber das ist ein Vorgang, der ist ganz normal, dass das Bundesfinanzministerium, das ist ganz normal, Herr Schalauske, dass eine Oberbehörde in der Fachaufsicht sagt, das ist ein Fall von grundsätzlicher Bedeutung, und den möchten wir gern letztinstanzlich geklärt haben. Das ist ein ganz normaler Verwaltungsvorgang, der mich jetzt nicht erfreut. Aber es ist so, und das zu kritisieren, macht relativ wenig Sinn. Und ich bin sehr gespannt. Es gibt sehr enge Vorgaben für die Erhebung einer Nichtzulassungsbeschwerde. Und ich bin sehr gespannt, wie der BfH mit dieser Nichtzulassungsbeschwerde umgeht. Das wird uns wahrscheinlich dann wieder beschäftigen. Und ich habe überhaupt keinen Anlass, besorgt zu sein, dass dieser Vorgang jetzt gemacht wird, so wie das in Ihrem Antrag von den Kollegen von den LINKEN dargestellt wird. Wir haben eine gute Rechtsordnung, auf die wir uns verlassen können. Und wir dürfen sehr gespannt sein, wie der BfH mit diesem Vorgang umgeht. Und dann unterhalten wir uns weiter. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Effort. Das Wort hat der Finanzminister, Staatsminister Schäfer. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann mich in der Frage der Einordnung, in der Beurteilung des gegenwärtigen Verfahrensstandes in dem gesprächsgegenständlichen Verfahren vollständig auf das beziehen, was Frau Effort, aber auch Kollege Hahn vorgetragen haben. Wir befinden uns mitten in einem nicht abgeschlossenen steuerrechtlichen Verfahren, das vermutlich seinen Abschluss möglicherweise finden wird in einer Entscheidung des Bundesfinanzhofes. Das ist die eine rechtsstaatlich, glaube ich, von niemandem zu bezweifelnde Fragestellung. Ich glaube, wir sollten uns gemeinsam davor hüten, Entscheidungen von Gerichten oder darauf nachfolgende Entscheidungen von Verfahrensbeteiligten, Rechtsbehelfe, Rechtsmittel einzulegen oder nicht, danach zu bewerten, ob einem die betroffene Organisation sympathisch,
mit deren Zielen man sich zu identifizieren beabsichtigt oder nicht, weil das führt möglicherweise zu fehlgeleiteten Einschätzungen. Ich komme darauf zurück. Und deshalb glaube ich, sollten wir die Frage, ob das gegenwärtige Gemeinnützigkeitsrecht ausreichend ist, um möglicherweise erweiterte politische Betätigungsfelder abdecken zu können oder zu sollen, nicht auf den Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung austragen, sondern die wenden das Recht an, was am Ende aus deren Sicht die da oben geschaffen haben. Sondern dann müssen wir die Diskussion am Ende im Deutschen Bundestag gerne auch vorbereiten und unterstützen in den Gremien des Hessischen Landtages diskutieren. Wollen wir mehr gemeinnützigkeitsrechtliche Anerkennung von politischer Tätigkeit? Und da, meine Damen und Herren, bin ich nach wie vor eher zurückhaltend. Weil, wenn Sie abstrakt vorgeben, bestimmte Kriterien von gemeinnützigkeitsfähiger politischer Betätigung, dann mag es auf den ersten Blick gelingen, Organisationen darunter zu subsumieren, die einem, ich wiederhole das, sympathisch sind, mit deren politischen Zielen man bereit ist, sich zu identifizieren. Man sollte aber nicht vergessen, dass möglicherweise andere Organisationen, deren Ziele einem nicht so sympathisch sind, wo wir vielleicht sogar gemeinschaftlich politisch zum Ergebnis kommen, dass es schön wäre, wenn die weniger Möglichkeiten der Betätigung hätten, dass sie auch eine Chance haben, sich darunter zu subsumieren und wir am Ende unter der Rubrik Gemeinnützigkeitsrecht, Unterstützungsmöglichkeiten durch steuerrechtliche Begünstigungen auf Organisationen erstrecken, wo wir hinterher sagen, Mensch, möglicherweise war es nicht klug, das gemacht zu haben. Deshalb bin ich für eine sehr vorsichtige und sehr detaillierte Diskussion dieser Frage für die Zukunft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und danke, meine Herren. Lassen Sie mich in dem Zusammenhang einen zweiten Punkt, den ich in der letzten Debatte hier auch schon einmal vorgetragen habe, noch einmal hervorheben. Sind wir Vertreter, die als Vertreter von Parteien in Parlamente und dann von Parlamenten in Regierung berufen worden sind, klug beraten, die grundgesetzliche Entscheidung, dass die politischen Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken, die politischen Parteien, alle anderen Organisationen stehen nicht im Grundgesetz. Wir haben nach den Diskussionen um die Parteienfinanzierung der 80er und 90er Jahre eine Regel geschaffen, dass Zuwendungen an politische Parteien in bestimmten engen Grenzen steuerlich abgesetzt werden können. Wenn wir jetzt Nicht-Parteiorganisationen, die aber gleichsam sich dem Ziel widmen, die politische Willensbildung in unserem Land zu beeinflussen, mehr steuerrechtliche Privilegierung zugebinden als den Parteien selbst, ist das dann ein Beitrag zur, wie soll ich sagen, der Bereitschaft von uns selbst zu akzeptieren, dass wir unseren grundgesetzlichen Auftrag annehmen? Oder ist das eher ein Beitrag, Selbstzweifel an dem politischen System, wie es bisher funktioniert, zu säen? Die Frage halte ich mal zumindest für offen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb lassen Sie uns in Ruhe, Gelassenheit und aber in der Anerkennung von rechtsstaatlichen Grundsätzen diese Frage diskutieren. Alles andere wird weder der betroffenen Organisation noch dem dahinterliegenden Sachverhalt gerecht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zur Abstimmung. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung über die beiden Anträge. 65, Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE, 1950/47. Wer stimmt zu? Fraktion DIE LINKE und die SPD. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und FDP. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann Punkt 72, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, 1950/69. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD-Fraktion. Damit ist dieser Dringliche Entschließungsantrag angenommen.